Tobias Schweinsteiger, zweiter Platz hier im VW Cup. Was hast du der Mannschaft heute mit auf den Weg gegeben? Was sollten sie umsetzen auf dem Platz und wie weit warst du damit zufrieden? Ja, grundsätzlich wollten wir das, was wir die Woche über eingearbeitet haben, unsere Prinzipien gegen den Ball in den Vordergrund stellen, wollten kein Gegentor kassieren und wollten den Turniersieg holen. Deswegen, wir werden analysieren, wie weit diese Prinzipien gegriffen haben. Ansonsten zweiter Platz ist dann halt nicht erreicht, unser Ziel, und zu Null gespielt haben auch nicht erreicht, deswegen müssen wir da hart weiterarbeiten. Ich fand, gerade im ersten Spiel hat man gemerkt, dass ihr sehr gegen den Ball gearbeitet habt, im zweiten Spiel lief es schon ein bisschen besser. Wie zufrieden warst du dann mit dem Umschaltspiel in den Situationen? Ja, Umschaltspiel war jetzt noch nicht so Thema bei uns. Ich fand, erste Halbzeit hatten wir ein paar mehr Ball, gegen Braunschweig ein paar mehr Balleroberungen. Gegen Düsseldorf musste natürlich aufgrund der Qualität auch viel hinterherlaufen, war viel in Boxverteidigung, das haben einmal nicht gut gemacht, sonst haben wir das eigentlich gut hingekriegt. Und deswegen werden wir noch mal drüber schauen und dann nächste Woche die Sachen, was das Umschalten angeht, bearbeiten. Das war im ersten Spiel auch ein bisschen besser als im zweiten Spiel, aber das kriegen wir schon noch hin. Eine intensive Trainingswoche liegt hinter euch, auch bei ziemlich heißen Temperaturen. Wie zufrieden warst du insgesamt mit der Qualität in der Trainingswoche und welche Schwerpunkte legst du nächste Woche im Trainingslager? Diese Woche war super. Also wir haben wirklich schnell reingefunden. Wir haben wieder Erkenntnisse gesehen. Wer hat schon einen guten Stand, was so unsere Prinzipien angeht. Die Intensität war super. Zum Glück war es nicht ganz so heiß wie heute. Nächste Woche wird extrem intensiv, da werden wir in den beiden Umschaltphasen arbeiten. Da werden die Jungs froh sein, dass wir Hotelbetten haben und sie jede freie Minute im Bett liegen können. Da wünschen wir euch nebenbei auch noch ein bisschen gutes Zusammenwachsen im Team. Habt ihr da gewisse Maßnahmen geplant nächste Woche? Oh, wir haben ein, zwei Sachen geplant, aber grundsätzlich nichts Wildes. Wir werden Zeit miteinander verbringen, die Jungs haben die Spieler, die schon länger da sind, so ihre Runden, wo man Kontakt finden kann. Aber ich glaube, dass uns die Woche gut tut, mal so 24 Stunden zusammen zu sein. Danach haben wir zwei Tage frei. Ich glaube, das tut auch gut, dass man sich dann mal nicht sieht. Da werden wir schauen, dass wir da weiterhin zusammenwachsen.